Der schmerzhafte Karfreitag liegt hinter uns. Trauer und Schmerz müssen der Auferstehungsfreude an diesem Ostermorgen weichen. Wir haben schon bekannt eben, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab ist leer. Der Tod ist besiegt. Jesus lebt. Halleluja. In der alten Kirche gab es ja den Brauch des sogenannten Osterlachens. Das heißt, die christliche Gemeinde fing am Anfang des Gottesdienstes an, herzhaft, laut, schallend zu lachen. Ich möchte euch jetzt nicht dazu auffordern, diesen Brauch haben wir heute nicht mehr so. Aber das war damals jedenfalls ein Ausdruck dieser wundervollen neuen Hoffnung, die mit der Auferstehung Jesu in diese Welt hineingekommen ist. Ein Pastorenkollege fragte einmal bei der Vorbereitung des Ostergottesdienstes einen anderen Pastoren: Mensch, wie soll ich meine Gemeinde an dem Ostermorgen zum Lachen bringen? Kennst du einen guten Witz, den ich vielleicht erzählen kann, um die trübe Karfreitagsstimmung wegzuwischen? Ich möchte euch einen Witz ersparen. Das ist ja mit Witzen so eine Geschichte, ab und zu ist mal ganz schön, aber ich verzichte heute. Aber ich hoffe dennoch, dass wir durch das, was wir jetzt hören werden und durch diese Tatsache der Auferstehung Jesu mit ganz tiefer, neuer, innerer Freude erfüllt werden von unserem Herrn und dass das nicht nur heute so ist, sondern dass das auch weitergeht in die nächsten Tage, in die vor uns liegende Zeit. Heute ist ein Freudentag und warum das so ist, wollen wir uns jetzt im Matthäus-Evangelium anschauen und wir werden auf die Verse 1 bis 10 aus dem letzten Kapitel 28 hören. Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria frühmorgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche. Und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie: Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Drei Gedanken zu diesem Text. Erstens Überraschung. Überraschung, die alles Bisherige auf den Kopf stellt. Der Gegensatz zu Karfreitag, was wir ja vorgestern gefeiert haben, zum Ostermorgen, könnte nicht größer sein. Karfreitag, wir erinnern uns, abgrundtief enttäuschte Jünger, resignierte Jünger, die sich vom Kreuz von Jesus abwendeten, ja, deren Anführer Petrus Jesus sogar dreimal verleugnete, die
alle ihre Hoffnungen ja 3 Jahre lang in diesen Jesus gesetzt hatten, die für ihn ihren Beruf haben stehen und liegen lassen, die ihm nachgefolgt sind. Und dann diese Katastrophe am Karfreitag miterleben müssen, wie ihr Herr, an dem keine Schuld zu finden war, wie ein Verbrecher, ja als Verbrecher, ans Kreuz genagelt wurde. Wenn wir es erlebt hätten, ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen wäre. Vorher Gottes Herrlichkeit, Wunder erlebt durch diesen Jesus und jetzt dieses einschneidende, dieses deprimierende Ereignis, bei dem nichts von Gottes Herrlichkeit und Macht zu sehen war. Die Jünger bleiben in totaler Ohnmacht, resigniert zurück. Und dann dieser Sonntagmorgen. Schon früh morgens, circa 5 Uhr war das, machen sich einige Frauen, nicht die Jünger, nicht die Männer, sondern einige Frauen, auf dem Weg zum Grab. Es herrscht immer noch Karfreitagsstimmung. Diese Frauen wollen zum Grab, um den Leichnam Jesu zu salben, um dem Toten die letzte Ehre zu geben. Und während sie so verzweifelnd, trauernd, träumend zur Grabstätte hinlaufen, werden sie ganz plötzlich jäh aus ihren Träumen gerissen. Wir lesen davon, ein großes Erdbeben geschieht, ein Engel kommt wieder blitzhellleuchtend vom Himmel herab, der Stein wird zur Seite gewälzt und der Engel Gottes spricht diese Frauen direkt an. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist aber nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es ja euch zuvor gesagt hat. Ich denke, das, was die Frauen da erlebt haben, sprengt ihre Vorstellungskraft und auch unsere heute immer noch. Das klingt ja alles hier in diesem Text wie so ein Märchen. Es ist die Rede von einem Erdbeben, von einem Engel, der vom Himmel kommt, von Wachen, die wie tot umfallen, ein leeres Grab, ein vom Tode auferstandener, zuvor gekreuzigter. Das klingt ja wirklich alles zu verrückt, um wahr zu sein, oder? Und doch ist es wahr, bezeugt die Bibel und auch später etwa der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, der 500 Augenzeugen anführt, die den auferstandenen, lebenden Jesus gesehen haben und ihm begegnet sind. Es ist wirklich wahr. Gott, wenn wir an Gott glauben, der diese Welt geschaffen hat, der ein Wort ausspricht und dann ist etwas aus dem Nichts da, dann ist es auch für ihn kein Problem, einen Toten und seinen Sohn Jesus Christus vom Tode aufzuerwecken. Es passt natürlich nicht in unser modernes Weltbild und es passte übrigens auch nicht damals in das damalige Weltbild. Die Frauen sind auch völlig perplex über das, was sie da auf einmal erleben. Und das, was da passiert, stellt eigentlich wirklich alles auf den Kopf, was die Menschen damals und was wir heute kennen. Es stellt alles auf den Kopf, diese Botschaft von der Auferstehung Jesu. Das verbarrikadierte Grab mit einem großen Stein, das bewachte Grab, ist auf einmal leer. Und der Tote, der darin lag, ist weg, er lebt. Bis heute gibt es unzählige Kritiker dieser Auferstehungsbotschaft. Und auch leider gerade auch Theologen, auch besonders aus unserem Land, die immer wieder irgendwie versuchen, das Unerklärbare, das, was nicht sein darf, was nicht sein kann, irgendwie zu erklären. Und ich habe nur mal so einen Beispielstext, eine Beispielserklärung eines Theologen mitgebracht, ein paar Sätze. Da schreibt er, es geht hier nicht um die Mitteilung objektiver Tatsachen. Wertet man das Material der Auferstehungstexte aus, so lässt sich als Ergebnis nicht mehr formulieren als dieses, dass nach der Kreuzigung Jesu unter visionären Begleiterscheinungen der Glaube entstanden ist, Jesus sei auferstanden von den Toten. Und je länger man es tat, umso massiver, umso realistischer werden diese Geschichten.
So wird das also von Fachleuten erklärt. Paulus, der Apostel, schreibt im 1. Korintherbrief: Wäre Christus nicht auferstanden und würden wir Christen nur eine Hoffnung haben, die sich auf unser irdisches Leben bezieht, dann wären wir die ärmsten und elendsten aller Menschen. Und ein paar Sätze weiter schreibt er: Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken. Und ich ergänze: Lasst uns unser Leben genießen bis zum Abwinken, denn, so Paulus, morgen sind wir tot. Wenn diese Auferstehungsbotschaft nicht stimmt, wenn es alles Lug und Trug ist, dann steht auf und geht jetzt nach Hause. Könnten wir den Morgen gemütlicher, besser, sinnvoller nutzen, als hier zu sitzen. Aber ich denke, wir sitzen hier, weil wir das zutiefst glauben und zutiefst erfahren haben, auch in unserem Leben, also mir geht es jedenfalls so, mir, der auferstandene Jesus, der lebende Jesus, begegnet ist, als ich mich damals als junger Mann von 19 Jahren mein Leben geändert habe und umgekehrt bin. Habe ich das so erlebt? Bin ich dem lebenden Jesus Christus begegnet und der hat mein Leben verändert und mein ganzes weiteres Leben völlig anders, denke ich, gelenkt und gesteuert, als es ohne ihn und ohne Gott gekommen wäre. Gott überrascht die Frauen damals und er überrascht unsere Welt. Unser Leben hier und jetzt ist deswegen nicht unwichtig. Nein, überhaupt nicht. Denn es ist entscheidend wichtig, aus Gottes Sicht auch, wie wir einmal die Ewigkeit verbringen werden. Ob wir einmal in Ewigkeit bei dem Auferstandenen sein werden, das entscheidet sich hier und jetzt in unserem irdischen Leben. Aber wäre es nur ein Leben, das, wenn wir einmal den letzten Atemzug getan haben, mit dem dann alles aus ist, wo nichts mehr danach kommt, das dann einfach beendet ist und es gibt nichts mehr danach, ja, dann wäre der christliche Glaube wirklich sinnlos. Dann wäre es Blödsinn, an Jesus zu glauben. Aber wir wissen, Jesus ist auferstanden. Das bedeutet, nicht mehr der Tod regiert, sondern der auferstandene Jesus Christus regiert. Auch wenn, und das müssen wir zugeben, wir in einer immensen Spannung leben in dieser Welt. Ich meine, das ist uns so klar wie gerade in den letzten Jahren bis in die Gegenwart so klar wie selten zuvor. Leben wir in der Spannung, dass der Tod immer noch da ist, dass Menschen sterben, jeden Tag auf dieser Welt unzählige Menschen sterben, dass offensichtlich der Teufel immer noch hier einen riesengroßen Einfluss hat. Ja, das ist so. Aber die Bibel sagt, er hat nicht mehr das letzte Wort. Das letzte Wort wird der auferstandene Jesus Christus haben. Und es gibt etwas nach dem Tod. Und das ist die christliche Hoffnung. Aber es ist natürlich eine Spannung, in der wir leben, wo wir auch manchmal Zweifel, manchmal Anfechtungen haben, manchmal selbst verzweifelt sind. Aber die Botschaft von Ostern heißt, die Endabrechnung kommt zum Schluss. Und zum Schluss wird der Tod endgültig besiegt sein und wird nichts mehr zu sagen haben. Es gibt seit Ostern eine begründete Hoffnung. Der Fernsehjournalist Peter Hane, den ich selbst auch sehr intensiv kennengelernt habe, der hat mal den Begriff der GmbH umgeprägt. Ja? Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. So hat er die Gemeinschaft der Christen, die an den auferstandenen Herrn glauben, bezeichnet. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Und diese begründete Hoffnung, die gibt es in der Tat seit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Seit Ostern gibt es diese begründete Hoffnung. Also das ist die große Überraschung, die mit der Auferstehung Jesu in diese Welt gekommen ist. Ein zweiter Gedanke. Aus dieser Überraschung heraus kommt es zur Begegnung. Begegnung mit dem, der das Leben ist. Die Frauen, die da zum Grab rennen an dem frühen Ostermorgen, sie suchen den Toten und sie finden den Lebendigen.
In dieser Ostermorgendämmerung wird es plötzlich ganz hell, lesen wir. Ihre Finsternis, die auch sicherlich ihr Herz erobert hat, sie kehrt sich um in helles Licht. Trauer kehrt sich um in Freude, aber zunächst auch mal in Furcht. Und der Engel, der vom Himmel kommt, ruft ihnen deswegen zu, fürchtet euch nicht. Ihr müsst keine Angst haben. Übrigens die gleichen Worte, als Jesus geboren wurde, als die Engel den Hirten zuriefen, fürchtet euch nicht. Wo Gott in unsere irdische Welt tritt, das lesen wir immer wieder in Gottes Wort, wo Engel vom Himmel Menschen begegnen, fallen Menschen zutiefst erschrocken, erstarrt zu Boden. Das ist so, wenn Gottes herrliche Welt unsere irdische, vergängliche Welt berührt, dann geraten Menschen aus der Fassung, erschrecken Menschen. Denken wir etwa an den Propheten Jesaja, als er diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes hatte. Er zu Boden fiel und gesagt hat, ich vergehe, ich bin ein sündiger Mensch. Oder viele andere Begegnungen. So hier auch die Frauen, als der Engel vom Himmel kommt. Was fällt hier auf, nachdem die Frauen dann vom Engel angewiesen zu den Jüngern laufen? Kurz darauf begegnen sie ja dem auferstandenen Jesus. Und hier fällt auf dreierlei, als Jesus der Auferstandenen diesen Frauen begegnet. Hier fällt auf, die Frauen haben ihn gesucht. Der Engel hat es ja ausgesprochen. Ich weiß, dass ihr den Gekreuzigten sucht. Er ist aber nicht hier. Das zeigt uns doch, wer aufrichtig, und das ist auch meine Überzeugung, wer aufrichtig nach Gott sucht, wer aufrichtig nach Jesus sucht, der hat die Zusage, denken wir an die Bergpredigt, dass Gott sich finden lassen wird. Das ist meine Überzeugung. Wer wirklich von Herzen auf der Suche ist, so ging es mir als junger Mann. Ich war auf der Suche, 5 Jahre lang, intensiv. Und das ist meine Überzeugung bis heute. Wer wirklich sucht, ehrlich sucht, der wird Gott finden. Der wird erfahren, ob das hier stimmt, was wir hier verkündigen, Sonntag für Sonntag. Es fällt auf, ich denke, das ist auch nochmal eine Bemerkung wert. Ich habe es ja schon eben gesagt am Anfang. Es sind Frauen und nicht die Männer, nicht die Jünger, die hier dem Auferstandenen zuerst begegnen. Das ist insofern bemerkenswert. Ich glaube, ich habe es schon mal vor Jahren in einer Predigt gesagt, weil die Frauen damals, auch im Judentum, eigentlich verachtet waren. Es gab da so einen Spruch im Judentum, danke Gott, dass ich kein Heide, kein Hund und keine Frau bin. Schon heftig, oder? Und ausgerechnet diese Frauen haben die Ehre, sage ich mal, zuerst dem Auferstandenen Jesus zu begegnen. Und unter diesen Frauen auch noch Maria Magdalena, eine, wie wir im Neuen Testament lesen, ehemals von 7 bösen Geistern besessene Frau. Auch dies dabei. Und es zeigt uns, Jesus ist gerade für die, die nicht geachtet sind. Gerade für die Verachteten, für die Verlorenen gekommen. Und das wird auch ein Stück weit an diesem Ostermorgen deutlich. Was fällt hier noch auf? Die Frauen, als sie dem Auferstandenen begegnen, fallen vor Jesus nieder, umklammern seine Füße und beten Jesus an. Und damit zeigen die Frauen und drücken sie aus, dieser Jesus ist unser Herr und Gott. Dir, Jesus, gebührt Ehre und Anbetung. In deiner Nähe wollen wir bleiben. Ja, sie halten geradezu wörtlich an Jesus fest. Sie wollen ihn nicht mehr loslassen. Und ich denke, diese Haltung ist die richtige Haltung, um diesem Jesus auch heute zu begegnen. Dass wir uns dessen bewusst sind. Ihm allein gebührt die Ehre, ihm gebührt die Anbetung.
vor ihm kann ich und darf ich niederfallen und damit zum Ausdruck bringen, du, Jesus, bist mein Herr und du bist mein Gott und mein Leben gehört dir. Das ist die richtige Haltung. Und von daher möchte ich dich heute Morgen fragen, suchst du wie die Frauen damals ebenso die Nähe Jesu? Hältst du an ihm fest? Hast du wirklich diese Sehnsucht wie diese Frauen damals am Ostermorgen? Ich denke, Jesus wünscht sich diese Sehnsucht bei uns, dass wir nach ihm Sehnsucht haben, dass wir eine echte Begegnung mit ihm wollen und immer wieder ihn suchen in unserem Alltag, bei den vielen Dingen, die uns von ihm ablenken wollen, die das übertünchen wollen, sehnt er sich danach, dass wir uns danach sehnen und diese Begegnung mit ihm so wichtig finden, dass wir darum kämpfen und dass wir wirklich etwas investieren dafür. In dieser Begegnung mit dem, der das Leben ist, spricht Jesus den Frauen drei Dinge zu. Erstens, da kann man so schnell drüber hinweglesen, seid gegrüßt. So, grüß Gott, ne, sagt man heute hier in Bayern. Servus. Ne? Seid gegrüßt. Das war damals aber mehr als ein höflicher Gruß. Das bedeutet nämlich, wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, freut euch. Freut euch. Und in diesem Begriff steckt das Wort Gnade drin. Und ich möchte sagen, da wo wir dem Auferstandenen begegnen, da entsteht echte Freude, da muss die Trauer unseres Lebens, die wir ja alle in unterschiedlichen Nuancen immer wieder auch haben, weil es einfach belastende Dinge in unserem Leben gibt, traurige Dinge in unserem Leben, da muss diese Trauer dieser Freude weichen. Und die Freude hat ihren Grund in der Gnade Gottes. Deswegen ist das im Griechischen in diesem Begriff, ein Stück weit steckt das mit drin, die Gnade. Die Gnade Gottes, die heißt, er hat alles vollbracht. Er hat alles getan. Ich muss nichts dazu tun. Ich kann so mit leeren Händen, mit meiner Sehnsucht, mit meinem leeren Herzen, das manchmal wirklich leer ist, zu ihm kommen und alles das, was ich nicht habe, mir von ihm schenken lassen und füllen lassen. Gott hat durch Jesus Christus alles für mich getan. Und das wird ja gerade im Karfreitag deutlich, dass Jesus an meiner Stelle geopfert wurde, an meiner Stelle starb, stellvertretend für mich. Und es gilt genauso in der Auferstehung. Er ist als der Erstling auferstanden, damit wir wirklich glauben können und davon mit Freude erfüllt werden und diesen Zuspruch, diese Zusage Gottes haben, weil er Jesus zuerst als Erstling auferweckt hat, wird er uns, die wir an ihn glauben, genauso auferwecken. Das ist Gnade, Geschenk Gottes. Seid gegrüßt, das steckt da alles drin. Ein zweites sagt Jesus, er wiederholt das, was der Engel gesagt hat. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ich möchte sagen, da, wo wir dem Auferstandenen begegnen, hat Furcht, hat Angst keinen Platz mehr, keine Chance mehr. Und ehrlich gesagt, wovor sollte ich mich eigentlich fürchten an der Seite des auferstandenen Königs? Was soll ich noch fürchten in meinem Leben, wenn ich diese Gewissheit und diesen Glauben habe, ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu dem Auferstandenen. Da kann ich bei allem, was in meinem Leben passiert und was vielleicht bedrängend, bedrückend und angstmachend sein mag, trotzdem im Glauben diese Furcht abgeben und still werden, ruhig werden in der Gegenwart des Auferstandenen. Fürchte dich nicht. Ich, der vom Tod Auferstandene, bin bei dir. Das spricht Jesus uns zu, das spricht Jesus dir heute Morgen zu. Egal, was gerade in deinem Leben geschieht, egal, wo du vielleicht den Eindruck hast, der Boden wird mir unter den Füßen weggerissen, ich halte dich fest. Ich, Jesus, der Auferstandene, bin bei dir, egal, was gerade passiert oder morgen in deinem Leben passieren wird. Ich bin an deiner Seite und ich bleibe an deiner Seite. Und dann sagt Jesus noch ein drittes, geht hin und verkündigt. Und das ist dann mein dritter Gedanke, Auftrag. Nämlich der Auftrag,
das Leben zu bezeugen. Aus der Begegnung mit diesem Auferstandenen folgt der Auftrag. Geht zu den Jüngern, erzählt ihnen diese Botschaft meiner Auferstehung. Und darüber hinaus und wenige Verse später in diesem gleichen Kapitel haben wir diesen berühmten Missionsauftrag oder eigentlich besser Jüngerschaftsauftrag, wo Jesus sagt, geht hin in alle Welt zu allen Völkern und machet sie zu Jüngern, indem ihr das Evangelium verkündet, indem ihr sie lehrt, indem ihr sie tauft. Und dann sagt ihr das Gleiche. Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Da, wo Jesus uns beauftragt, hinzugehen, das Leben zu bezeugen, zu verkünden, da ist er dabei. Da hat er seine Gegenwart zugesagt. Da gehen wir nicht alleine, sondern da ist er mittendrin dabei und hilft uns und steht uns bei, so wie es einmal seinen Jüngern sagt. Und dann, wenn ihr vor dem Gericht steht und verfolgt werdet und um euer Leben bangen müsst, weil ihr meine frohe Botschaft verkündet habt, auch dann, selbst dann, macht euch keine Sorgen, habt keine Angst, denn Gott wird euch die richtigen Worte auch in solchen lebensbedrohlichen Situationen eingeben. Und auch in diesen Situationen bin ich mittendrin dabei. Dieser Auftrag, das Leben zu bezeugen, heißt, das, was ihr jetzt gerade erfahren habt, das behaltet nicht für euch. Das sagt weiter. Und ehrlich gesagt, ich frage mich, ist das überhaupt möglich, wenn man diese wunderbare Osterbotschaft erlebt, begreift, versteht, glaubt, dann kann man es doch gar nicht verschweigen, oder? Dann muss man es doch eigentlich weitersagen. Beide, der Engel und Jesus, rufen dazu auf, geht hin und verkündigt es. Und in Vers 7 lesen wir, macht es schnell, eilends, ohne Verzögerung. Im Griechischen das Wort tachy, davon katacho, ne? Also, ich möchte es mal so lapidar sagen, macht es so schnell, guckt nicht auf den Tacho, ihr dürft hier wirklich alle Geschwindigkeitsbegrenzungen übersteigen, ja? Vollgas. So schnell wie möglich gebt diese Botschaft weiter. Das ist der Auftrag. Und die Frauen, sie tun genau das ohne Umschweife. Und dieser Auftrag, er gilt ohne Einschränkung bis heute. Leider, und da schließe ich mich auch ein Stück weit mit ein, flaut bei vielen diese anfängliche Begeisterung, anderen davon weiterzusagen, nach einigen Jahren ab. Die Bibel spricht das auch an. Die Gefahr, die erste Liebe zu verlieren, diese erste Begeisterung zu verlieren. Vielleicht auch durch Erfahrungen, die wir alle sicherlich gemacht haben, dass eben nicht alle, denen wir diese Auferstehungsbotschaft weitergeben, Hurra und Halleluja schreien, niederfallen und sich bekehren. Ganz im Gegenteil, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen nichts davon mehr wissen wollen. Wo wir uns die Zunge müde reden können und teilweise so wenig positive Resonanz darauf finden. Und dennoch gilt dieser Auftrag. Treu diese Botschaft von der Auferstehung, vom Leben, das Gott uns anbietet, weiterzusagen. Nicht träge zu werden, nicht stumm zu werden und auch wieder alles dafür zu tun, zurück zur ersten Liebe zu kommen. Wenn wir vielleicht träge geworden sind, kann es sein, dass es daran liegt, dass wir diese so wichtige, so grundlegend wichtige Begegnung mit dem Auferstandenen vielleicht vernachlässigt haben? Denn nur dadurch kann diese Liebe und kann diese Begeisterung am Leben gehalten werden. Wenn wir tagtäglich, so wie die Frauen damals am Ostermorgen, uns auf den Weg machen, bildlich gesprochen, um dem Auferstandenen zu begegnen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um von ihm neu in unserer Liebe, in unserer Begeisterung entfacht zu werden, damit das Feuer nicht löscht und niederbrennt, sondern bestehen bleibt.
Nur dann können wir natürlich auch, wenn unser Herz erfüllt ist, mit vollem Mund fröhlich diese Botschaft an Menschen weitergeben. Wenn das Herz leer ist, bleibt auch der Mund leer. Das ist eine ganz banale Gesetzmäßigkeit. In Vers 10 lesen wir, dass Jesus durch die Frauen die Jünger beordert, nach Galiläa zu gehen. Dort werden sie ihm, dem Auferstandenen, begegnen. Sie sollen also dorthin gehen, wo Jesus aufgewachsen war. Und ich finde das ganz interessant. Galiläa, wenn wir mal in der Bibel nachlesen, eine Gegend, die dafür bekannt war, dass dort eben nicht die allerfrommsten Juden lebten. Es war also eher eine heidnische Gegend, eine mehr gottlose Gegend. Und so kann zum Beispiel Jesaja 8,23 Galiläa als das Galiläa der Heiden bezeichnen, das Volk, das im Finsteren saß. Ja? Da ist Jesus aufgewachsen. Und genau dorthin beordert er seine Jünger, nicht nach Jerusalem, nicht wo das fromme Leben pulsierte, nein, dorthin, wo die Menschen ein Stück weit weniger mit Gott zu tun hatten. Dort sollen sie hinkommen, dort werden sie ihm begegnen. Und das gibt mir so einen Fingerzeig dafür, dass Jesus uns gerade dahin schickt, wo die Menschen im Dunkeln sitzen, gerade dahin schickt, wo es vielleicht schwieriger ist, diese Botschaft zu verkünden, wo es nicht so angenehm ist, wo es mit Aufwand, mit Entbehrungen verbunden ist. Aber wisst ihr, das Gute ist, Jesus schickt uns da nicht alleine hin. Er selbst geht voran. Er sagt nämlich, dort werdet ihr mir begegnen, dort bin ich. Dort, wo es dunkler ist, bin ich. Der Auftrag, das Leben zu bezeugen, und das ist mir wichtig heute Morgen, ist nicht zu trennen von dieser Begegnung mit dem Auferstandenen. Beides hängt zusammen. Den Auftrag können wir nur gut ausführen, wenn wir immer wieder diesem Auferstandenen begegnen. Dann bekommen wir Kraft. Dann bekommen wir Rückenwind. Dann sind wir motiviert. Dann sind wir begeistert. Ich möchte mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer schließen. Er hat dazu geschrieben, von der Auferstehung her kann ein neuer Wind in die Welt wehen. Wenn ein paar Menschen wirklich glauben und danach handeln würden, würde vieles anders werden. Ein neuer Wind, der von der Auferstehung in diese Welt hineinwehen kann, dann, wenn ein paar Menschen das wirklich glauben und danach handeln würden. Ich wünsche uns das, dass wir von dieser Botschaft, die ja so gewöhnlich ist für uns mittlerweile, Jahr für Jahr, ja, dass die uns neu begeistert, uns neu entfacht und dass der Auferstandene noch mehr Realität in deinem und meinem Alltagsleben wird und dass wir auch neuen Wind in die Segel unseres Lebens und unseres Glaubens hineingepustet bekommen durch diese Botschaft. Ich wünsche uns das, dass ein frischer Geisteswind uns neue Kraft gibt fürs tägliche Leben mit Jesus und für unseren Auftrag als Gemeinde und auch als Einzelne, diese wunderbare Botschaft weiterzugeben. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns da auf den Weg machen, wenn wir das beherzigen, werden wir mit unserem Gott Überraschungen erleben, werden wir wunderbare Begegnungen mit dem Lebendigen haben und werden wir auch aus diesen Begegnungen uns mit Freude und Vollmacht senden lassen hin zu den Menschen, um Jesus zu bezeugen und werden dann auch diese echte Freude, diese Osterfreude erleben können. Gott schenke uns das. Amen. Jesus, wir beten dich an als den Lebendigen, als den Auferstandenen, der den Tod besiegt hat. Und danke, dass wir als deine Nachfolger, als deine Kinder die Gewissheit haben dürfen über alle Trauer in unserem Leben, über allen Schmerz, über alle Resignation, die sich ja auch immer wieder breit machen will, dass wir die Gewissheit haben, auch wir werden einmal auferstehen. Auch wir werden
das ewige Auferstehungsleben haben und feiern. Und ich möchte beten, dass wir von dieser Botschaft neu begeistert werden, neu ermutigt werden. In dieser zugegebenermaßen manchmal so schwierigen Welt, in unserem so schwierigen Alltag, nicht zu resignieren, sondern uns immer wieder neu täglich mit deiner Freude erfüllen zu lassen und mit deiner Auferstehungskraft unser tägliches Werk anzupacken und freudig und motiviert als deine Kinder in dieser Welt zu leben. Schenke uns das, dass von diesem Morgen neue Kraft, neue Freude, neue Begeisterung in unser Leben einziehen kann. Amen.